Womit beschäftigt sich eigentlich die Rentenrechnung? Das lässt sich am besten mit einem Zahlenbeispiel verdeutlichen. Betrachten wir einfach mal einen Zahlenstrahl. An diesem Zahlenstrahl sind jetzt gewisse Zahlungen. Und jetzt könnte man sich fragen, naja, bevor wir jetzt anfangen, klären wir erstmal ein paar Begriffe. Der erste Begriff, den ich klären will, ist, der Zeitpunkt 0 wird als Planungszeitpunkt bezeichnet. Planungszeitpunkt ist zum Beispiel an dem Tag, wo ich zum Beispiel irgendeinen Sparvertrag abschließe. Das ist dann der Zeitpunkt T0. Als nächstes wird dieser Zeitabschnitt vom Planungszeitpunkt bis zur ersten Rate wird als Rentenperiode bezeichnet. Das sind die Zahlungen. Wenn die Zahlungen immer gleich hoch sind und immer in gleichen Zeitabständen getätigt werden, dann nennt man das Ganze eine Rente. Das nächste, was ich noch klären will, ist nämlich der Unterschied zwischen einer vorschüssigen und einer nachschüssigen Rente. In diesem Beispiel hier handelt es sich um eine nachschüssige Rente. Da die erste Zahlung genau eine Zinsperiode, die Rentenperiode, ist genauso lang wie die Zinsperiode. Das ist unsere vorläufige Prämisse. Da genau die erste Zahlung am Ende der Rentenperiode bzw. am Ende der Zinsperiode stattfindet, nennt man diese Rente nachschüssige Rente. Betrachten wir dazu die vorschüssige Rente. Wie sieht die aus? Bei der vorschüssigen Rente ist die erste Rate genau beim Planungszeitpunkt. Das heißt, ich zahle sofort nach Abschluss des Sparvertrages zahle ich sofort die 100 Euro ein. Und wenn ich das mache, nennt sich diese Rente vorschüssig. Somit haben wir jetzt geklärt, was eine nach- und eine vorschüssige Rente ist. Ich möchte jetzt bei diesem Zahlenbeispiel bei einer nachschüssigen bleiben. Also wir haben jetzt hier unsere nachschüssige Rente. Ich schließe jetzt diesen Sparvertrag ab und ich möchte jetzt alle diese Zahlungen, die gleich hoch sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt möchte ich die ausdrücken. Da der Wert einer Zahlung vom Zeitpunkt der Fälligkeit abhängt. Damit meine ich jetzt, wenn ich Folgendes betrachte. Zum Beispiel am Ende meiner 5 Jahre möchte ich wissen, wie viel Geld ich rausbekomme. Einzahlungen müssen ja verzinst werden und am Ende des 5. Jahres möchte ich den Betrag bekommen. Diesen Wert nennt man Rentenendwert. Das ist sozusagen der Gesamtwert aller Zahlungen zum Zeitpunkt 5. Das sieht dann so aus, wenn ich jetzt alle meine Raten bündeln will zu dem Zeitpunkt 5, dann muss ich jede einzelne Rate aufzinsen. Das würde bedeuten, dass ich die erste Rate, ach, bevor wir anfangen, kurz noch zur Klärung, wir müssen uns noch einigen, die Zinsrate soll in diesem Fall 10% betragen. Was noch wichtig ist, die Zinsrate ist konstant. Das ist auch eine Prämisse, die wir einhalten müssen. Somit ist der Aufzinsungsfaktor Q ist dann 1,1. Das heißt, ich muss die erste Rate jetzt insgesamt 4 Jahre lang aufzinsen. Die hier 3 Jahre, 2 und die 1 Jahr. Und die hier gar nicht. Also das wäre jetzt dann in diesem Fall Q hoch 0. Also das wäre 1. Die Rechnung werde ich euch kurz vorführen. Ich bestimme jetzt den Rentenendwert nach 5 Jahren. Also ich lasse mir alle diese 5 Raten durch einen einzigen Gesamtbetrag zusammenfassen. Der Rentenendwert beträgt somit 5 Raten lassen sich durch einen Einmalbetrag am Ende der 5 Jahre durch 610,51 Euro ersetzen. Diese 5 Raten lassen sich auch zu jedem anderen beliebigen Zeitpunkt bündeln bzw. zusammenfassen. Betrachten wir noch einen wichtigen Zeitpunkt oder einen beliebten Zeitpunkt, das ist nämlich der Zeitpunkt zu Beginn der Rente, nämlich der Zeitpunkt 0. Und diesen Zeitpunkt bezeichnet man als Barwert. Wenn ich alle meine Raten auf diesen Zeitpunkt abzinse, erhalte ich natürlich auch einen bestimmten Wert und dieser Wert nennt sich dann Rentenbarwert. Was sagt mir der Rentenbarwert aus? Berechnen wir erstmal den Barwert dazu. Jetzt ist so, jetzt wird abgezinst. Der Abzinsungsfaktor wird in der Finanzmathematik mit dem Buchstaben V bezeichnet und ist nichts anderes wie 1 durch Q. Das heißt, ich muss jetzt die erste Rate, müsste ich jetzt um ein Jahr abzinsen. Die um 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und die letzte Rate müsste ich um 5 Jahre abzinsen. Ja, berechnen wir den Barwert. Ich muss also die erste Rate um ein Jahr abzinsen. Die zweite um 2 und so weiter.
So, und wir erhalten 379,08 Euro. Jetzt müssen wir kurz noch den Barwert interpretieren. Der Barwert sagt mir jetzt aus, dass ich jetzt, wenn ich dieses Geld anlege zum Planungszeitpunkt, dann kann ich mir 5 Jahre lang eine Rate von 500 Euro auszahlen lassen. Wenn ich mehrere verschiedene Raten habe und ich möchte die zu einem bestimmten Zeitpunkt miteinander vergleichen, jetzt sieht man hier, dass ich jetzt, machen wir nur als Beispiel, also eine Rente kann ich zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf- und abzinsen und einen bestimmten Zeitwert damit erhalten. Zum Beispiel jetzt hier im Jahr 2. Also hier ist es so, der Zeitwert dieser Rente zum Zeitpunkt 2 lässt sich so berechnen, dass ich die erste Rate um ein Jahr aufzinse und die anderen abzinse. Somit kann ich jetzt diesen Zeitwert an zum Jahr 2 nämlich berechnen und dann weiß ich, was meine Rente zum Zeitpunkt 2 wert ist. Die Ratenzahlung zum Zeitpunkt 2, die wird natürlich weder auf- noch abgezinst. Und der Zeitwert dieser Rente beträgt 458,67 Euro. Was sagt mir das jetzt aus? Also die Rente ist zum Zeitpunkt 2 458,67 Euro wert. Wenn ich jetzt diesen Wert aufzinse, nämlich hier um 3 Jahre, dann erhalte ich nämlich den Wert, den Rentenendwert. Man sieht, es spielt gar keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt ich irgendeine Rente berechne, weil ich anschließend diesen Betrag, je nachdem, wo ich gerade mich befinde, zum Endpunkt, in diesem Fall Rentenendwert, aufzinsen kann. Oder ich kann diesen Wert auch abzinsen zum Zeitpunkt 0 und erhalte den Barwert. Deswegen berechnet man in der Regel nur die beiden Werte, nämlich die zwei beliebten Werte, nämlich Rentenendwert und Rentenbarwert. Anschließend kann ich vom Rentenbarwert zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt kann ich mich hinbewegen, indem ich halt aufzinse oder ich bin beim Rentenendwert und tue halt abzinsen.